Der Nachwuchs der ECU Amstetten Wölfe steckt mitten in der Trainingsphase und war schon hungrig darauf, nun endlich in die Bewerbungsphase rüberzusprinten. Deshalb haben sich die Mini-Wölfe die Teams der oberösterreichischen U11-Landesliga hergeholt, um schon einmal etwas Turnierluft schnuppern zu können. Wir spielen ja mit der U11 in der oberösterreichischen Landesliga. Das fängt so an, dass am Anfang Turniere sind. Bis Ende November, Mitte Dezember sind immer so Kleinfeldturniere. Und dann beginnt eigentlich die richtige Meisterschaft auf das große Feld. Heute waren da Red Bull Salzburg, Transi Sharks Gmunden und die Ice Kittens aus Linz. Leider haben zwei Mannschaften kurzfristig absagen müssen, weil natürlich Anfang von der Saison ist es immer ein bisschen schwieriger, nur die Kinder zum Auftreiben, sage ich mal. Aber nein, ich bin wirklich stolz auf unsere Mannschaft. Am Anfang hat man gesehen, wir haben eine sehr junge Mannschaft für die UF. Viele haben noch nie so ein Match gespielt, dass sie da ein bisschen gebraucht haben, dass sie reinkommen. Aber je länger, also je öfter wir gespielt haben, desto besser ist es gegangen. Und das letzte Spiel haben wir unentschieden gespielt, also von dem her gleich Erfolg auch noch. Unzählige Stunden durften die Jungs mit Nachwuchstrainer Andreas Friedl auf dem Eis verbringen. Und das hat sich ausgezahlt, denn die jungen Wölfe haben bei diesem Turnier bereits die Zähne gezeigt. Das erste dreimal haben wir nicht so gut gespielt. Aber in der zweiten Hälfte haben wir dann gegen Gmunden 2-2 gespielt. Und Red Bull Salzburg hat 8 Tore geschossen, aber wir haben dafür 1 geschossen. Aber diese 8 Tore sind halb so schlimm, wenn man nachher analysiert, woran es gelegen hat, um weitere Tore künftig zu verhindern. Wir waren im Kreuzig und beim anderen habe ich mich nicht konzentriert. Auch wenn man ein paar Tore einstecken musste, schlussendlich zählt das Dabeisein, der Einsatz und der Ehrgeiz. Und auch das, dass man einmal gegen eine Mannschaft, wie es die Red Bulls aus Salzburg sind, gespielt hat. Das hat man schon gesehen, wie die Salzburger eingeredet sind, dass unsere alle große angeregt haben. Und ich sehe es ja beim Training, haben halt auch viel von uns Red Bull Salzburg Leiberlau. Also von dem her, das ist auf alle Fälle ein Vorbild. Und man muss auch sagen, die Jugendarbeit von Red Bull Salzburg ist auch sehr vorbildlich. Also da kennen wir als Trainer sich auch einiges abschauen von ihnen. Im November geht es dann in die nächste Runde der oberösterreichischen Landesliga. Mit dabei natürlich die ECU Amstetten Wölfe.